Kennst du das, dass du manchmal überwältigt bist von deinen negativen Gefühlen? Du bist so richtig sauer, du bist so richtig genervt auf irgendjemand. Das kann der Chef sein, das kann der Ehepartner sein, das können die Kinder sein. Du bist auf 180. Vielleicht ist es aber auch gar kein Mensch, sondern vielleicht ist es eine Situation oder die Arbeit an sich. Oder vielleicht bist es sogar du selber und vielleicht ist es sogar Gott. Dann gebe ich dir einen Tipp für eine geistliche Übung. Geh raus, spazieren und setz dir ein Ziel. Und auf dem Hinweg zu diesem Ziel, da fluchst du einfach nur. Da kotzt du dich so richtig aus in Gedanken, oder? Wenn niemand gerade um dich herum ist, dann vielleicht sogar mit Worten. Dann bete und sag Gott einfach alles, was so richtig scheiße ist. Was dich nervt, was dich an der anderen Person nervt. Was du vielleicht der anderen Person auch wünschst. Und das darf nichts Gutes unbedingt sein. Und dann bist du an deinem Ziel angekommen und da verweilst du dann für eine ganz kurze Zeit, vielleicht nur eine Minute, vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten und auf dem Rückweg, ich erlebe es dann ganz oft so, da geht es mir dann schon besser. Denn ich habe schon ja rausgelassen, was an meinen Gefühlen da ist. Ich habe schon rausgelassen und rausgeschrien und geflucht. Und auf dem Rückweg, da verbietest du dir selber das Schimpfen und das Fluchen, sondern da konzentrierst du dich ganz bewusst auf das, wofür du dankbar bist. Da ist es verboten zu schimpfen und zu meckern, egal ob auf die Situation oder auf Menschen oder dich selber, sondern da sagst du Danke. Da sagst du bewusst Danke für diese Menschen, die dich so nerven. Da sagst du bewusst Danke für eine Situation. Da sagst du bewusst Danke für deine Arbeit oder was auch immer es ist, was dich gerade nervt. Manchmal ist es gar nicht so leicht, etwas zu finden in der Wut und Enttäuschung, wofür man dankbar ist. Aber wenn man dann wieder zu Hause ankommt, dann fühlt man sich gleich doppelt erleichtert. Einmal, weil man die Wut und den Ärger rausgelassen hat und zum anderen auch, weil man sich auf dem Rückweg konzentriert hat auf das Gute. Probier doch einfach mal so eine geistliche Übung, so einen Schimpf- und Mecker- und Ärger-Rauslass-Spaziergang und auf dem Rückweg einen Dankbarkeitsspaziergang.